Heute, am 13. Tag in Indien, sind wir auf dem Weg nach Agra und eine Strecke von 240 Kilometern liegt vor uns. Etwa 40 Kilometer vor Agra machen wir einen Abstecher zur Geisterstadt Fatehpur Sikri, welche seit 1986 zum Weltkulturerbe gehört. Hier besichtigen wir den verlassenen Königspalast des Mogulherrschers Akbar. Zu sehen ist hier die private Audienzhalle. Dieser Haremskomplex ist mit seinen insgesamt 176 Säulen ein berühmtes Bauwerk und hat sogar ein Wasserreservoir. Dies ist der Hauptharem mit seinen Balkonen. Es heißt, dass die Händler hier vor dem Palast ihre Waren ausbreiteten und die Frauen diese von den Balkonen aus begutachteten. Interessante Stücke wurden von den Dienerinnen zur näheren Begutachtung nach oben gebracht. Etwas außerhalb der Palastanlage liegt die vom Großmogul Akbar gegründete Freitagsmoschee. Diese mit den drei großen Sandsteinkuppeln zählt zu den größten und schönsten Moscheen des Landes. Fünf mächtige Bögen führen in die Hauptgebetshalle. Im Moscheenhof steht das in Trapezform gebaute 40 Meter hohe und 35 Meter breite Monumentaltor. Wir fahren weiter und erreichen Agra, in der etwa 1,7 Millionen Einwohner leben. Agra befindet sich im Bundesstaat Uttar Pradesh und war im 15. und 16. Jahrhundert die Hauptstadt des Mogulreichs. Auf den Straßen ist da sehr viel los und es wimmelt nur so von Mofa-Fahrern, Tuk-Tuks und Fahrradfahrern. Bald haben wir unser Haveli erreicht und wir beziehen unser Zimmer. Anschließend fahren wir mit dem Tuk-Tuk zum Taj Mahal. Durch dieses Tor erreichen wir das Taj Mahal, ein 58 Meter hohes und 56 Meter breites Mausoleum. Das märchenhafte Bauwerk gilt als Wahrzeichen Indiens und zählt zum UNESCO-Weltkulturerbe. Über den gesamten Tag erstrahlt der Taj Mahal in anderen Farben, von sanft rötlich, wenn die Sonne aufgeht, nach gelb, gräulich oder hellbeige bis zum blendenden Weiß in der Mittagssonne, wobei sich die Sonne im Marmor und an den Halbedelsteinen widerspiegelt und Schatten wirft. Dies soll die Gegenwart Allahs symbolisieren. Der Herrscher ließ es als Grabmal seiner Lieblingsfrau erbauen, welche kurz nach der Geburt ihres 14. Kindes starb. Die große Kinderzahl beweist bereits, wie wichtig sie dem Herrscher war, welcher so viele Frauen und Konkubinen hatte. Ungefähr 20.000 Arbeitskräfte aus ganz Asien waren dabei beteiligt. Der Marmor hierzu kam aus Rajasthan, die Halbedelsteine aus Persien, Russland, Afghanistan, Tibet, China und dem Indischen Ozean. Nach seinem Tod wurde der Herrscher hier ebenfalls im Taj Mahal begraben. Wir gehen zurück und erleben das Farbenspiel am Taj Mahal bei Abendlicht. Mit einer Rikscha fahren wir zurück zu unserem Haveli und gehen anschließend essen. Dies ist unser letzter gemeinsamer Abend mit unserem Taxifahrer. Er muss wieder heim und wir werden einen neuen Taxifahrer für die letzten beiden Tage erhalten. Am nächsten Morgen besichtigen wir das Rote Fort Agra, welches am Ufer der Yamuna liegt. Dies erhielt den Namen aufgrund des roten Sandsteins, aus dem es gebaut wurde. Im 16. Jahrhundert ersetzte Akbar ein altes, aus Ziegeln gebautes Fort durch diese gewaltige Anlage, welche als Residenz der Mogulen diente. Es wurde in Form eines Halbmondes errichtet und 1983 in das UNESCO-Weltkulturerbe aufgenommen. Ein Teil des Geländes wird heute militärisch genutzt und ist der Öffentlichkeit nicht zugänglich. Die im 17. Jahrhundert erbauten Palastbauten im Inneren des Forts sind ganz mit weißem Marmor verkleidet und mit Stein- oder Glasintarsien geschmückt. Von da aus hat man einen Blick auf den Fluss Yamuna.
Dies ist der Innenraum des goldenen Pavillons, in welchem der Herrscher, welcher Taj Mahal bauen ließ, von seinem Sohn bis zu seinem Tod unter Hausarrest gehalten wurde. Der Marmor an den Wänden ist mit Pietradura-Halbedelsteinen verziert. Im Boden befindet sich sogar ein Brunnen. Dieser Palast ist wahrscheinlich das bedeutendste Gebäude im Fortkomplex und beherbergte die Frauen des königlichen Haushalts. Wir gehen an dieser riesigen Rasenfläche entlang und verlassen das Fort. Unser Urlaubskreis schließt sich. Die letzten beiden Urlaubstage verbringen wir in Delhi, von wo aus wir zurückfliegen. Heute ist unser 14. Tag in Indien. Nach 230 Kilometern haben wir Delhi erreicht. In Delhi wartet unser neuer Taxifahrer mit seinem Tata-Auto auf uns und wir verabschieden uns von unserem treuen Begleiter. Wir stellen fest, dass wir im neuen Taxi viel mehr Beinfreiheit haben. Unser erstes Ziel ist das nationale Gandhi-Museum in Neu-Delhi. Mahatma Gandhi wurde zum geistigen und politischen Anführer der indischen Unabhängigkeitsbewegung. Mahatma bedeutet große Seele und ist ein Ehrentitel. Er kämpfte ohne Waffen und Gewalt für den Frieden seiner Landsleute. Hier verbrachte Mahatma Gandhi die letzten 144 Tage seines Lebens und wurde am 30. Januar 1948 ermordet. Eine indische Schulklasse besucht das Museum und wir sind beeindruckt, wie die Kinder hier auf die Lehrerin hören. Viele kommen auch zu uns, um uns zu berühren, indem sie uns die Hand geben. Wir fahren am Regierungshauptgebäude vorbei, welches aus gelbem Sandstein erbaut wurde und in welchem der indische Staatspräsident regiert, und kommen zum India Gate. Dieses mit dem 42 Meter hohen Bogen wurde nach dem Vorbild des Arc de Triomphe in Paris entworfen. Das Monument erinnert an die Soldaten aus Britisch-Indien, die im Ersten Weltkrieg für England ihr Leben ließen. Die Blumenvielfalt, welche hier den Fuß des India Gates schmücken, beeindrucken uns. Ebenso die, die am Platz, an welchem Mahatma Gandhi eingeäschert wurde, welchen wir anschließend besichtigen. Danach gehen wir zu dem Grabbau des zweiten Herrschers des Großmogulreiches von Indien. Seit dem Jahr 1993 ist der Baukomplex als Weltkulturerbestätte der UNESCO anerkannt. Mit seiner 43 hohen Marmorkuppel gilt es als Prototyp der Mogul-Mausoleen. Das Taj Mahal wurde ein Jahrhundert später nach einem ähnlichen Plan erbaut. Als letztes Ziel besuchen wir die Lodi-Gärten hier in Delhi, welche eine große gepflegte Parkanlage mit mehreren Mausoleen und anderen Bauten aus dem 15. und 16. Jahrhundert sind. Sie werden gerne von vielen Indern für Spaziergänge und Picknicks genutzt. Hier beobachten wir die freilebenden Papageien. Wir amüsieren uns etwas über den Schäferhund, welcher im indischen Winter ganz dringend einen Hundemantel benötigt. Leider heißt es nun Abschied nehmen vom Taxifahrer und vom Land. Mit vielen tollen Eindrücken fliegen wir zurück über Amsterdam nach Stuttgart.